Als ich gestern gesehen habe, wie sie zwei Frösche gepaart haben, war ich so inspiriert von dieser Froschromanze, dass ich ein Bild malen wollte. Ich wollte einfach die zwei Businesspartner nachmalen, aber dann ist mir aufgefallen, oh mein Gott, ich kann ja gar keinen Frosch malen. Deswegen habe ich einfach was anderes probiert, was mich irgendwie an einen Frosch erinnert. Mit so einem Herz drüber, weil sie haben sie ja gepaart, war voll romantisch und so. Dazu habe ich dieses Bild benutzt, was ich schon längst übermalen wollte. Ich bin tatsächlich sehr lange dran gesessen, aber es war einfach nur blau, von dem her hat es perfekt geeignet zum Übermalen. Und glaubt mir, ihr müsst jetzt einfach nur dem Prozess vertrauen. Es schaut vielleicht jetzt nur ein bisschen komisch aus, aber jetzt geht das Ganze erst richtig los. Und zwar wurde das ultraromantische Herz gemacht und der Frosch oder was auch immer das genau jetzt ist, keine Ahnung, grün. Das Ganze wurde noch schön umrandet und 3, 2, 1, das ist der fertige Frosch. Ich meine, es schaut nicht aus wie ein Frosch, aber es fühlt sich an wie ein Frosch.